Wir starten in unser Nachmittagsprogramm hier beim DGNB-Tag der Nachhaltigkeit hier auf der Bühne 1 als gemeinsamen Start. Und bevor wir anfangen, Anna, bevor du dir da hinten Platz suchst, du kommst auch auf die Bühne. Bevor wir einsteigen in das eigentliche Programm, nochmal ganz kurz, also eine Sache, die ich vorhin vergessen hatte bei meiner Abmoderation nach der Mitgliederversammlung. Wir haben auch dieses Jahr wieder, und Sie finden das auch als Logo da oben in der Mitte bei den Partnern, haben wir auch wieder Sphera als Partner dabei, ehemalige Firma auch von der lieben Anna und vom Johannes, damals hieß die Firma nur noch ein bisschen anders. Und die unterstützen uns jetzt schon bei einigen Veranstaltungen, dass wir es hinkriegen, dass wir diese Veranstaltung möglichst klimaneutral gestalten. Das heißt, Sie finden in Ihrem Programmheft auf der Rückseite einen QR-Code. Den haben wir oben beim Stand von Sphera, gibt es das auch nochmal. Und es wäre total toll, wenn Sie irgendwann im Laufe des Tages oder im Nachgang den einmal abscannen. Dann kommen Sie nämlich zu einer CO2-Berechnung, da fragen wir Sie, von wo Sie angereist sind, mit welchem Verkehrsmittel Sie angereist sind, ob Sie übernachten, sodass unser Partner ausrechnen kann, was für einen CO2-Fußabdruck Sie hinterlassen haben für Ihre Teilnahme hier. Und das wird dann im Nachgang durch Sphera eben entsprechend kompensiert. Auch wenn wir insgesamt keine großen Freunde von Kompensationen sind, ist das trotzdem was, von dem wir denken, dass das Sinn macht. So. Dann sehen Sie hier ganz viele Logos. Das finde ich trotzdem aber nochmal wichtig, dass Sie auch einmal kurz da stehen und dass man noch auf die hinweist, weil die uns alle unterstützen hier bei der Durchführung dieser Veranstaltung, dass das auch möglich ist. Das heißt, wir haben autark als, haben Sie ja oben vielleicht schon gesehen, mit einem großen eigenen selbstgebauten Stand als Premium-Partner dabei. Wir haben Vinade, das haben Sie vielleicht gesehen, ein junges Startup aus Rheinland-Pfalz, die alkoholfreien Bio-Weinschorle, Bio-Wein machen. Also auch da gerne zwischendurch mal probieren, weil wir auch glauben, dass es wichtig ist, solche Firmen auch zu pushen und anzuschieben, denen das Thema Qualität und Nachhaltigkeit auch im anderen Bereich wichtig ist. Von Wilkan, oben das ganze Mobiliar wurde von denen gesponsert. Insofern auch da ein Dankeschön an der Stelle. Und ansonsten noch eine Reihe von Ausstellungspartnern, die oben sich eben präsentieren. Das ist Algeco, BMI, Dresden Sommer, Bauen Plus, Lindner, Meteoviva, OptiGrün und Trolltech. Und vorne sehen Sie noch so ein paar Banner. Das sind sogenannte Kommunikationspartner, die uns auch gratulieren wollten zum 10-Jährigen und dort eben mit ihrer Botschaft an die DGNB vertreten sind. Also an der Stelle ein ganz herzliches Dankeschön. Und insofern glaube ich, auch ein kleiner Applaus wäre super. So, und jetzt kommen wir zur Einstimmung für diesen Tag. 15 Jahre DGNB. Hatten wir uns gesagt, der Amanus hat es so ein bisschen, ich weiß nicht, ob schön, aber er hat den Begriff Elefantenrunde hier für mal in den Raum geworfen. Ich finde den ein bisschen fies. Aber wir hatten gesagt, so als Einstieg in diesen Tag, wo es jetzt weniger frontal präsentieren wird, sondern mehr miteinander besprechend wird, dass wir mal zumindest mit 6 von den wirklich sehr intensiven Anschiebern der DGNB in der ganz frühen Zeit ganz kurz zur Einstimmung hier zu sprechen. Nutzen Sie die alle auch unbedingt als Wissensquelle im Rahmen dieses Tages und sprechen Sie an, hey, ihr seid schon so lange dabei, was habt denn ihr so mitgenommen aus den 15 Jahren DGNB? Aber, dass Sie auch zumindest ein paar Anekdoten kennen, gerade auch die neuen Mitglieder, wollten wir ein bisschen drüber sprechen. Wo kommt es denn her? Wo stehen wir heute? Und da geht die erste Frage, Alexander und Johannes, geht an euch. Ihr wart ganz, ganz vorne dabei bei der Gründung. Es wird immer wieder diese Geschichte erzählt, wie ihr damals mit einigen wenigen anderen noch zusammensaßt und überlegt habt, das wäre doch total gut, wenn man sowas macht und eine verrückte Idee. Aber vielleicht, um das so ein bisschen, diesen Mythos mal zu konkretisieren, lasst uns mal kurz teilhaben, wie war das damals wirklich bei der Gründung? Wie kann man sich das vorstellen? Alexander, an dich zuerst und dann Johannes gerne ergänzen. Ja, ich erzähle das immer gerne. Das war ein Hotel, ein ganz merkwürdiges Hotel in irgendwo bei Holzkirchen, Bad Tölz. Also als Friese kenne ich das da nicht. Und da saßen wir eine ganze Nacht. Übrigens sind, glaube ich, mittlerweile alle da, die da auch gesessen haben. Das finde ich auch ganz toll. Und da wurde eine Nacht lang wild diskutiert, nachdem wir in einem Restaurant gemeinsam beschlossen hatten, Fraunhofer war dabei und so weiter, es war ja ein wichtiger, bei einem chinesischen Restaurant beschlossen hatten, dass wir das tun wollen. Das ist jetzt schon eine ganze Weile her und es war eine Reaktion auch auf eine Auslobung des Bundes,
der daraus praktisch ein Forschungsprojekt machen wollte, wofür wir uns natürlich beworben hatten, was wir da aber nicht bekamen. Also diese Nacht ist mir immer noch in einer ganz merkwürdigen Art in Erinnerung, weil sie war ganz komisch. Der Raum war total dunkel und die Sofas waren alle völlig abgeranzt und uralt. Also es war schon eine ganz verrückte Atmosphäre. Und der zweite Punkt, das möchte ich aber wirklich noch erzählen. Der zweite Punkt ist, wir gingen zum Jahrestreffen World Green Building Council nach Toronto. Und da kann ich mich dran erinnern, Johannes und ich, er sagte, das mit der Ökobilanz für ganze Gebäude, das kriegen wir hin. Anna hat das auch gesagt. Und ich habe gesagt, ich hatte vorher mal so ein Forschungsprojekt gemacht, habe gesagt, das schaffen wir nie. Und dann haben wir eine ganze Nacht lang darüber diskutiert. Ergebnis, wir machen es. Was sagt uns das? Es war ambitioniert, es war durchaus nicht völlig klar, dass das geht. Und heute haben wir gelernt, wir haben da ein Instrument geschaffen, was heute so dringend gebraucht wird wie noch nie. Und ich finde, darüber können wir stolz sein. Johannes, war das wirklich so? Manchmal muss man es einfach nur machen, bevor man weiß, dass es wirklich alles geht. Es war ja auch eine Reaktion auf Green Build 2006, die große Konferenz in Amerika, wo Weltneuheiten vorgestellt wurden. Und als Europäer, als Deutscher lief man über die Messe, dachte, das kann nicht wahr sein. Eine Weltneuheit 2006, doppelt verglaste Scheiben. Wow! Und Energiesparlampen. Und also, klingt jetzt ein bisschen abgefahren, aber es war schon so. Und die Ansage, wir wissen jetzt, wie das geht in Amerika mit dem nachhaltigen, mit dem grünen Bauen, wir bringen das jetzt in die Welt. Und wir bauen seit 20 Jahren passiv oder 30 Jahren damals Passivhäuser und waren fassungslos. Und es war natürlich schon so ein Kicker dann, zu sagen, nee, das kann es nicht sein. Wir können das besser. Und wenn wir es seither nicht irgendwie aufschreiben konnten, dann wird es jetzt Zeit. Anna, du warst auch dabei, warst auch die erste Geschäftsführerin der DGMB, bist dann nach nicht so langer Zeit mal raus in die Industrie, bist aber seit Ende 2015, wir haben das gleiche Einstiegsjahr bei der DGMB, wieder zurückgekommen und immer noch dabei. Warum? Was treibt dich da so an? Frag nicht, warum ich gegangen bin, aber... Hat keiner verstanden, keiner gewusst. Nee, die erfolgreiche Gründung war abgeschlossen und das war einfach nur super und konnte einfach sehen, wie gut es gelaufen ist. Aber als ich dann wiedergekommen bin, also ich bin ja nur wiedergekommen, weil die Christine mich gefragt hat und sie hat zu mir gesagt, ich darf mir aussuchen, was ich mache. Und genau, und im Endeffekt kam ich dann promoviert auch wieder, also habe in der Zwischenzeit ja auch was gemacht und ich kann auch sagen, ich bleibe definitiv, auch wenn ich gefühlt sehr häufig gefragt werde, ob ich nicht woanders hinwechseln will mit ganz anderen Gehältern beispielsweise. Ein anderes Thema, aber egal. Aber ich bleibe einfach an dem Ort, weil ich keinen besseren Arbeitsplatz, und ich finde es gar nicht mein Arbeitsplatz, also keinen besseren Ort auf der Welt weiß, wo ich meine inneren Werte und die Dringlichkeit Sachen, also das Empfinden, dass wir wirklich was verändern müssen, so klar in eine Wirkung auch bringen kann. Also das ist einfach, ich weiß nicht, ob man das so sagen kann, aber ich glaube, es ist ein bisschen wie A auf Eimer, ja, dass ich einfach denke, das passt absolut und ich kann hier wirken und ich kann, glaube ich, den ganz guten Job machen. So. Von daher will ich auch nie weg. Ich habe das auch gerade wieder gehabt bei einem Vortrag bei einem Mitgliedsunternehmen diese Woche, wo dann am Ende das Kompliment gegeben wurde, man merkt, dass sie für das Thema brennen. Das merke ich auch für mich so und ich glaube, dir geht es da oder uns allen geht es da sehr ähnlich, dass es total toll ist, dass es rüberkommen kann, dass man für so ein Unternehmen arbeiten kann. Christine, du hast es ja total clever gemacht, als du bei der DGMB eingestiegen hast. Du hast dir deine Anekdote quasi schon direkt mitgebaut, indem du nämlich deinen ersten Arbeitstag auf der Bau 2009 bei der Verleihung der ersten Zertifikate hattest, also ich weiß nicht, wie oft wir diese Anekdote jetzt in den letzten Jahren schon rausgeholt haben, unabhängig davon, wie es an diesem Tag war. Jetzt hatten wir schon, es klang ja auch ein bisschen an und gerade auch du, viel Gegenwind durchaus bekommen, gerade in der frühen Zeit. Heute sind wir so erfolgreich. Was glaubst du, ist so ein bisschen das Erfolgsrezept, auch selbstreflektierend in der Zeit, wie sich das entwickelt hat, wo wir jetzt heute sind?
Ja, das ist, glaube ich, eine gute Frage. Ich glaube, wahrscheinlich irgendwie das Durchhaltevermögen. Johannes und ich sagen ja immer, es gehört ja so ein bisschen Beratungsresistenz auch dazu, wenn man den Job macht, weil natürlich irgendwie viele kommen und wollen einem dann sagen, wie es irgendwie besser oder anders geht. Also von dem her, ich glaube, das Durchhalten, das war ganz wichtig. Und ich glaube, das andere, was natürlich vor allem bei der Anna liegt, ist natürlich auch diese inhaltliche Substanz. Also dass das, was wir machen, dass es einfach wirklich auch Hand und Fuß hat, dass es nicht irgendwie das ist, was man sonst viel sieht. Da schreiben irgendwelche mal 20 Überschriften auf dem Blatt und dann sagen sie, ah super, das ist jetzt irgendwie Nachhaltigkeit. Und ich glaube schon, dass diese Kombination dazu geführt hat, dass sich manche vielleicht damit abgefunden haben, dass wir nicht mehr weggehen. Also das war, glaube ich, schon so am Anfang etwas so, ah, und wer weiß, ob das bleibt und das braucht man ja nicht. Und gibt es ja nach wie vor so eine Klientel, die das ja immer auch so ein bisschen versucht runterzubrechen auf nur die Zertifizierung, die das ja so ein bisschen wegnegiert, dass wir eine Organisation sind, dass wir ein Verein sind, dass wir dieses Mitmachen ja eigentlich auch leben und auch dieses Thema der Wissensvermittlung. Also von dem her, ich glaube, das Dranbleiben ist wichtig und da schon auch vielleicht so über die Jahre haben wir ja schon einiges erlebt, ja, vielleicht auch ein bisschen dickes Fell zu haben, dass man einfach sagt, so einfach macht man es denen nicht, die irgendwie diese Beharrungskräfte haben und am liebsten keine Veränderung wollen, dass man dann sagt, okay, wir geben auf. Martin, Durchhaltevermögen oder ja, dranbleiben ist ja auch ein gutes Stichwort, was dich oder auch die Architektenschaft übergeordnet angeht. Ich erinnere mich an viele Gespräche, wo du schon auch gesagt hast, dass du als Person auch durchaus für deine Rolle und dein Engagement in der DGMB auch angegangen wurdest. Vielleicht kannst du uns da auch so ein bisschen mitnehmen. Was glaubst du, wo kam das her aus der Architektenschaft und wie ist uns das gelungen, das aufzulösen? Ja, ich glaube, der Architekt oder die Architektin als Spezies, die ist erstmal sehr hat eine große Regelfobie. Ja? Also man hat so das Gefühl, dass die DGNB eine neue Regel erfindet und da gibt es Beharrungskräfte, die gegen Regeln per se ist bei der Architektenschaft. Ich glaube, was jetzt da auch anklingt, da ist sehr viel Klischee, da war sehr viel Unwissen, da war sehr viel Skepsis und es hat einfach eine Zeit lang gedauert und es ist meine Anekdote, ich kann mich da einfach gut erinnern, 2009 in der Zeit, da saß ich auf dem Podium und wurde angegangen, wie ich als Architekt das wagen kann, bei sowas mitzumachen. Ja, das war wirklich auf dem Niveau. Die Leute, die mich damals kritisiert haben, die sind inzwischen alles Teil unseres Netzwerks und aktive Mitarbeiter und da konnte man auch schön die Entwicklung sehen. Und ich glaube, das liegt einfach daran, dass das auch begriffen worden ist, wir Architekten sind ja Interpreteure unseres eigenen Schaffens und es ist notwendig, war auch im Bereich vom nachhaltigen Bauen, dass es jemand gibt, der das auch verifizieren kann, was wir tun. Das war ja mal das Grundanliegen, dass wir sagen, wir wollen auch sicher sein, dass wir die Werte erreichen, die wir da planerisch anstreben. Und das war ein Prozess. Und den Prozess, den haben wir gemeinsam jetzt auch, weil wir als Architekten natürlich auch erkannt haben, dass Nachhaltigkeit, die Dauerhaftigkeit als wichtigstes Kriterium nur mit viel Schönheit und Ästhetik kombiniert funktioniert und das ja auch durchaus Teil unseres Anspruchs ist. Amandus, du zum einen war es ja auch nicht so bei dir im Büro, bei Alman Sattler Wappner, dass jetzt alle nur darauf gewartet hätten und dass alle nur gut geheißen haben, dein Engagement. Nichtsdestotrotz hast du in der Vergangenheit und steckst nach wie vor sehr viel Zeit in dieses ehrenamtliche Engagement. Du hast es vorhin schon ein bisschen angerissen. Was ist so der Treiber für dich, wirklich diese Zeit, diese Kraft zu investieren? Was motiviert dich? Auch vielleicht stellvertretend an euch die Frage, Martin und Alexander. Was bringt euch dazu, so viel Zeit und Kraft in dieses Konstrukt DGMB rein zu investieren? Naja, ist ja immer so, wenn man nur wo Mitglied ist, dann ist es ja eigentlich langweilig und uninteressant. Also als Mitglied möchte ich einfach auch so mitmachen, dass ich auch Wirkung entfalten kann, dass auch meine Ideen und meine Widmung für ein Thema auch irgendwo einfließen kann. Und deswegen ist es für mich eigentlich immer spannender, auch dann wirklich viel, viel Zeit zu investieren, bevor ich einfach nur Mitglied bin. Sonst brauche ich auch kein Mitglied sein. Also von daher, ich glaube, wie ich damals 2009 mit unserem Büro Mitglied geworden bin, wusste davon keiner in meinem Büro. Das habe ich einfach gemacht, weil es auch ein innerer Antrieb von mir auch war, den ich eigentlich auch schon vorher hatte. Und man muss ja auch denken, dass es eine Zeit war, wo auch keiner wusste, was Nachhaltigkeit ist. Wissen ja heute immer noch nicht die meisten. Aber
damals war es natürlich noch viel extremer. Man kannte gar nicht das Wort. Also die, wenn du jemanden auf der Straße gefragt hättest, was Nachhaltigkeit ist, dann gab es da keine Antwort darauf. Also das kannte man aus der Waldwirtschaft höchstens. Also von daher, das war schon eine tolle Entscheidung, auch sich damals für so eine Organisation, für so einen Verein auch zu entscheiden und mitzumachen. Und jetzt, wenn ich dann zurückschaue auf die letzten 15 Jahre, kann ich mir eigentlich nur die Augen reiben, ehrlich gesagt. Auch heute der Tag, das ist für mich so großartig, was wir hier erleben können zusammen. Und wenn man vorhin die Vorstellung von Christine gesehen hat, dann ist es einfach, ich kann mir immer noch nicht vorstellen, wie ihr das alles gleichzeitig macht. Das wissen wir auch selber nicht. Also insofern haben wir da den gleichen Wissensstand. Alexander, was ist es auch bei dir? Ich meine, du bist Gründungspräsident gewesen, langjährig Präsident und hast richtig, richtig viel Zeit reingesteckt. Was hat dich angetrieben und treibt dich bis heute an? Ich glaube, da gibt es verschiedene Sachen. Das eine, was du ein bisschen beschrieben hast gerade, Amandus, ist so eine Erkenntnis, die man einfach irgendwann hat. Und die andere Möglichkeit, so Leute habe ich ja auch getroffen, so geht es mir, das ist ein unglaublich langer Prozess. Ich weiß nicht, ich bin ja schon ein bisschen älter, wer genauso alt ist, der kann sich vielleicht erinnern, es gab ein Club of Rome, es gab die Grenzen des Wachstums, habe ich gelesen, es gab einen Ivan Illich, es gab einen André Gorch, es gab einen ganz tollen Österreicher, der passive Solararchitektur schon vor urlangen Zeiten genau beschrieben hat, aus Vermont, vom MIT. Alles dieses gab es, und wenn man das dann so gelesen hatte, dann war man eigentlich schon auf der Fährte, und es wurde einem klar, auch einem Bauingenieur, nicht nur einem Architekten, da muss irgendwas passieren. Und vor allen Dingen war es dann die entscheidende Idee zu sagen, wir müssen diese Dinge zusammenführen, und das geht nur über Lebenszyklus und Ökobilanzierung. Und nur dann, das ist ja die DNA, nur dann bin ich in der Lage und kann diese immer noch zerfallenden Problempunkte, die wir haben, die Krisen mit Ressource, mit Klimaschutzproblematik und so weiter, nur dann kann ich die zusammenführen. Und davon war ich damals einfach schlicht so weit überzeugt, dass ich schon der Meinung war, ja. Also jetzt kann mir auch keiner mehr was erzählen, ja, das ist genau, das ist der Weg. Und der Rest nachher war viele Kämpfe, aber für mich immer die Überzeugung, es ist eine reine Frage der Zeit, entweder der Rest der Welt merkt das auch, ja, und dann haben wir es gut vorbereitet, oder er merkt es nicht und dann wird er scheitern. So war meine Haltung immer. Das nannte ich dann immer eine Mission. Toll, also finde ich tatsächlich auch, ich würde jetzt gerne applaudieren, ich habe jetzt das Mikro in der Hand, aber ich finde das tatsächlich zu merken, dass sich lohnt, für Überzeugungen zu kämpfen, finde ich ein tolles Beispiel. Jetzt haben wir bewusst diese Runde ja ein bisschen knapper gehalten, weil ihr alle heute irgendwann im Laufe des Tages und abends nochmal auf der Bühne seid. Ich würde gerne zum kleinen kurzen Schluss von jedem von euch so ein bisschen eure Lieblingsanekdote aus 15 Jahren DGMB mitnehmen. Anna, du stehst neben mir. Was ist das, wo du sagen würdest, die Geschichte ist so die Klassikergeschichte, die du jemand anders erzählst, wenn du präsentierst, was ist da hängen geblieben? Das ist eine andere Frage, als die auf dem Zettel steht. Aber meine kleine Anekdote, doch, die passt doch tatsächlich. Bei der Gründung der DGNB hatten wir auch Präsiden, denen das nicht so ganz einfach fiel mit der Abkürzung, also der Name des Vereins und die Abkürzung, also der, die das DGNB, ist ja egal, der, die das DNGB, DGNB, also da gibt es ja alle Kombinationen, aber am allerschönsten war, wir hatten ein Präsidiumsmitglied, der das dann umwunden hat und immer nur von der deutschen Gesellschaft gesprochen hat. Und das ist genau das, was ich jetzt eigentlich empfinde. Ja? Wir sind nicht die DGNB in einem Bubble hier in unserem Vereinsheim oder in der Mitgliederversammlung. Wir haben so einen Impact, dass dieser Versprecher oder das vielleicht nicht DGNB sagen wollen, die deutsche Gesellschaft. Und er hat immer von dem Verein gesprochen, was wir alles machen sollen. Und das finde ich eigentlich eine total schöne Geschichte. Die hat mich ganz doll gerührt. Und ihr wisst alle, von wem ich rede, oder? Zwei von sieben auf der Bühne kriegen das bis heute mit dem DGNB nicht hin, und ich glaube, in drei Gesprächen, die ich heute geführt habe, waren auch schon die DNGBs dabei. Das ist übrigens auch interessanterweise kein rein deutsches Phänomen, dass man das N und G dreht, auch wenn wir als in China waren und so weiter, die kriegen das auch nicht hin. Also insofern müssen Sie sich nicht schlecht fühlen, wenn Ihnen das rausrutscht. Christine, deine Lieblingsanekdote. Ja, vielleicht dazu noch nur ganz kurz, gab ja auch eine Zeit lang den Sport in der Mitgliedschaft zu überlegen, für was DGNB noch stehen könnte. Peter Mösel sitzt da, das geht noch besser, das geht nicht besser. Dir gibt niemand Bescheid. Genau, das ist meine Lieblingsabkürzung, dir gibt niemand Bescheid.
Also ich, Brandschutz, Alexander, du magst die Geschichte nicht, aber ich muss es doch erzählen. Ich war ganz kurz bei der DGNB, also im Januar 2009, wir haben gesagt, wir überarbeiten das System. Ich war Leiterin, verantwortlich für das System, haben wir kommentiert, haben mit Experten geredet und die länger dabei sind, werden sich noch erinnern, wir hatten mal ein Kriterium, das hieß Brandschutz. So, Brandschutz freiwillig übererfüllen, DGNB-Philosophie. Ich habe mit Brandschutzexperten gesprochen und irgendwann habe ich gesagt, ich schreibe das jetzt selber. Habe ich die Kriterien rumgeschickt zur Kommentierung. Dann klingelte mein Telefon, Berliner Nummer, wir kannten uns davor nicht. Hör, Alexander Rudolfi hier. Und ich so, oh Mist. Und dann, typisch Alexander, was glaube ich auch die Zeit der DGNB immer prägt, die eine Frage, wer hat das Brandschutzkriterium geschrieben? Diese Millisekunde, die man hat, ist man ehrlich und kann komplett scheitern oder man ist ehrlich, wird gelobt oder keine Ahnung. Ich habe mich für den ehrlichen Weg entschieden. Er holt Luft. Ich sage, ich habe es geschrieben. Er holt Luft und sagt, das ist das schlechteste Kriterium, das ich je gelesen habe. So ein und hat dann noch ein bisschen rumgeflucht und dann bin ich auch ärgerlich geworden und habe dann gesagt, na, ich habe mit so vielen geredet und es ging nicht besser und was soll man denn jetzt machen? Und dann war er ruhig am Telefon und habe gesagt, na lassen wir es so, oder? Und er so, ja, lassen wir es so. Und das war das Brandschutzkriterium der Version 2009. Ich glaube, viele haben uns dafür gehasst. Das kann man jetzt erzählen, das Kriterium ist ja raus. Wir haben es geschrieben, Alexander. Ich gehe mal rüber zu euch, weil Alexander davor dran war. Johannes, was ist deine Lieblingsanekdote? Das ist vielleicht nur eine Anekdote ganz zurück in der ersten Sitzung, als wir Mitstreiter zusammengetrommelt haben und wir sind in München bei Heinz gesessen und hatten vorbereitet, wie könnte sowas aussehen, ein deutsches GBC zu gründen. Und Anna hat vorgestellt, die ersten zwei oder drei Folien. Martin war auch dabei und David war dabei und David stand auf und sagte irgendwann, hey, ist doch nicht die, also die Frage war, wollen wir sowas machen, brauchen wir sowas in Deutschland? Und er stand auf und sagte mit seinem schönen Akzent, seinem britischen, es ist nicht die Frage, ob wir das brauchen, es ist die Frage, wie schnell können wir das bekommen? Amanus, was ist deine Lieblingsanekdote? Ja, ich habe nicht so viele Anekdoten, für mich ist das eine ernste Sache. Ich erlebe nicht so viel Lustiges, doch, nee, es ist wunderschön. Nee, also ich glaube, meine Anekdote ist das, wie mich Christine angerufen hat und gefragt hat, ob ich nicht Kassenprüfer werden will. Dann habe ich gedacht, okay, die haben, glaube ich, mich nicht so richtig eingeordnet in dem Verein. Ich wollte doch irgendwie mich um Ästhetik und Nachhaltigkeit kümmern, jetzt soll ich Kassenprüfer werden. Du hast trotzdem ja gesagt. Ich habe es trotzdem gemacht, ja. Und jetzt bist du Präsident. Martin. Wir haben uns ja nicht abgesprochen, aber während dieser Sitzung bei Heinz in München, ich saß da auch und ich kann jetzt den Namen nicht nennen, neben mir saß jemand und hat immer gesagt, wie heißt es nochmal? DG irgendwas? Er hat mich immer wieder und ich wusste aber auch nicht so ganz genau. Ich habe gesagt, na, ich glaube DGN oder DGBN. Fünf Minuten wieder, wie heißt es jetzt? Ich habe gesagt, ich weiß nicht, ihr werdet scheitern. Solange du nicht weißt, wie das Ding heißt, du bist doch Teil davon. Ihr fahrt komplett gegen die Wand. Und dann natürlich hier, weil Peter da sitzt, unsere unzähligen Sitzungen, Präsidiums, Klausurtagung und Peter Mössle am Flipchart. Lieblingsgegenstand. Nein, tolle Zeit. Es gibt viele Anekdoten. Manche können wir uns ja gar nicht hier leisten zu erzählen. Aus Kommunikations-PR-Sicht fluche ich übrigens auch manchmal ein bisschen über diese Buchstaben, über die Gleichbenennung von Zertifizierung und Vereinen, das keiner versteht und über die Versuche, wenn es im Ausland genutzt wird, irgendwie was in diese Buchstaben reininterpretieren. Jetzt ist die Marke aber da und die ist gut und die funktioniert, auch wenn es manchmal Dreher gibt. Alexander, deine Anekdote als Schlusswort dieser kleinen Runde zum Einstieg. Nein, ich habe keine Anekdote, ich wollte nur sagen, vielleicht zu Amandus, natürlich ein ernstes Problem, aber was ich eben auch sehr toll fand, und das sage ich jetzt deswegen auch ganz gerne, weil Peter da sitzt, was ich sehr toll fand, war etwas, was ich vorher so nicht kannte. Das heißt, eine große Zahl und auch jetzt bei uns eine kleine Zahl von, na, ich sage mehr oder weniger egomaner Leute, mit einem hohen individuellen Anspruch und einem sehr
angespitzten Profil und sowas war es dann ja auch immer, schaffen es zusammenzusitzen und schaffen es zu streiten, richtig laut, zum Teil mit Schreien und allem, was dazugehört, aber sie schaffen es konstruktiv, ohne Neid und ohne, ich sage mal, Konkurrenz, so etwas zu erarbeiten. Und das war in unserer kleinen Runde toll, wirklich toll. Und das war auch in der großen Runde. Es gab ja drei große Workshops, wo über 100 Leute zusammenkamen aus allen Ecken und Kanten dieser Republik. Da hat es mich noch mehr beeindruckt, weil das war wirklich neu. Also in dieser Konstruktivität war das neu, weil normalerweise ja alle immer ein bisschen ängstlich gucken auf den Nachbarn und nichts preisgeben und sowas alles. Ne? Niemand steckt gerne den Kopf aus dem Fenster, wenn es nicht Not tut. Das hat mich eigentlich am meisten beeindruckt. Das ist keine Anekdote, aber das war eine irrsinnige Errungenschaft, fand ich. Ganz herzlichen Dank, liebe Elefanten, für die Runde. An Sie unbedingt den Aufruf, nutzen Sie den Tag auch, sofern Sie selber DGMB-Anekdoten haben und tauschen Sie sich miteinander aus. Das ist sicherlich auch ein ganz schöner Gesprächseinstieg, wenn Sie mal nebeneinander sitzen und fragen, warum bist denn du dabei, was hast denn du da schon so erlebt? Und ansonsten wünsche ich mir, dass wenn wir uns hier in 15, wie viel auch immer Jahren treffen, dass Sie Ihre eigenen Anekdoten alle mitbringen, wo Sie sich jetzt heute einbringen. Insofern für die Runde. Dankeschön. Ich würde ganz kurz, ich habe zwei Hinweise vorhin noch vergessen. Zum einen der Hinweis, dass wir das ganze Nachmittagsprogramm hier auf der Hauptbühne und auch heute Abend mitschneiden. Das müssen wir einmal rechtlich erwähnen, auch für euch. Ihr seid dann da im Internet. Und das andere ist, dass wir jetzt schon den Termin für die, ganz verrückt, die DGMB geht mal ins proaktive Planen, das kennen Sie von uns nicht, wir wissen jetzt schon, wenn wir nächstes Jahr einen Tag der Nachhaltigkeit machen, das haben wir ein Jahr vorher noch nie angekündigt, und zwar wird er am 20. Juni 2023 sein, da haben wir den Hospitalhof in Stuttgart geblockt, das ist quasi direkt am Tag, bevor in Stuttgart die Urban Future Conference stattfindet, sodass diejenigen, die da teilnehmen wollen, auch das super kombinieren können. Das geht dann natürlich in der gewohnten Kommunikation an Sie nochmal raus, aber ein bisschen früher, dass andere Bundesländer, die dann noch keine Ferien haben, auch mal nach Baden-Württemberg kommen können. So, wie geht's jetzt weiter? Ab jetzt geht's nämlich doppelt mit zwei Bühnen und Parallelprogramm weiter. So ein bisschen festivalmäßig haben wir uns das überlegt. Auf der Bühne hier werden Sie den ganzen Nachmittag kurze, knackige 30 Minuten Gesprächsrunden haben. Das wird auch direkt in 5 Minuten hier weitergehen. Dann wird der Johannes moderieren, eine Runde mit unseren Partnern aus Spanien, Dänemark, der Schweiz und zugeschaltet aus Österreich. Haben dann immer eine Viertelstunde Pause kurz dazwischen. Da wird in den Pausen immer noch, gibt es kurze Videoeinspieler von Menschen, die uns zum Jubiläum gratulieren. Also hier wird es auch dazwischen nicht langweilig. Und jetzt quasi parallel, deswegen ich hoffe, die warten 2-3 Minuten oben im Anfang, haben wir unsere zweite Bühne. Und da präsentieren sich die Finalisten der Sustainability Challenge. Das geht jetzt gleich los mit der Kategorie Innovation. Da haben wir 4 Finalisten, deswegen ist der Block ein bisschen länger. Haben dann danach 3 Impulsvorträge aus unserem Netzwerk, dann noch die Startups, dann noch mehr Impulsvorträge und dann zum Abschluss die Kategorie Forschung, die sich noch präsentieren wird. Das heißt, bis 18 Uhr bespielen wir sie jetzt auf 2 Bühnen mit den anderen Angeboten auch, bevor wir dann ab 18 Uhr hier nochmal einen Empfang, einen netten Empfang gehen und dann ab 19 Uhr hier auf der Bühne unsere Jubiläumsfeier haben. Also insofern entscheiden Sie sich jetzt, ob Sie hier bleiben wollen oder oben zur Sustainability Challenge. Ansonsten geht's in 5 Minuten oben und unten weiter. Dankeschön für die Aufmerksamkeit.